Das Weihnachtsfest 1812 verbringt Levin von Vietzewitz, der an der Berliner Universität studiert, daheim auf Schloss Hohenfietz zusammen mit seiner Schwester Renate, seinem Vater Bernd und der Haushälterin Tante Schorlemmer. Über die Feiertage bekommen sie Besuch von den Geschwistern Tubal und Katinka Ladalinski. Levin hat eine tiefe Zuneigung zu der kapriziösen Polin gefasst. Seine Schwester Renate fühlt sich zu Tubal hingezogen. Zu Renates engsten Vertrauten zählt Marie, Ziehtochter des Dorfschulzen Kniehase. Seit ihren Kindertagen sind die beiden trotz des Standesunterschiedes befreundet. Marie verbirgt ihre Liebe zu Levin, der in ihr nur die Jugendfreundin sieht. Liebe auf den ersten Blick aber empfindet Konrektor Otegrafen für Marie. Er lernt sie während eines Pfänderspiels im Hause des Pastors Seidentopf kennen. Bernd von Vietzewitz versucht in diesen Weihnachtstagen, seine politischen und militärischen Pläne voranzutreiben. Auf eigene Faust will er die nach ihren Niederlagen aus Russland zurückflutenden Franzosen angreifen. Levin zeigt für die Absichten seines Vaters kein Verständnis. Und solange nicht der König zu den Waffen ruft, wollen auch die Bauern nicht mitmachen. Hartnäckig hält Bernd an seiner Auffassung fest, dass französische Marodeure für die Raubüberfälle in der Gegend verantwortlich sind. Eine private Strafexpedition verläuft jedoch kläglich. Nur ein paar Tage Diebe können dingfest gemacht werden. Es scheint allerdings, dass Hoppen-Marieken, die alte Botenfrau, mit den Dieben unter einer Decke steckt. Wer weiß nur, dass sie mit allerlei schlechtem Handelsvolk Geschäfte macht. Das wird ihr den rechtmäßigen Erwerb jederzeit bestätigen. Wir haben uns offenbar geirrt. Was heute, wie? Ich weiß, du magst die Hexe. Ja. Schade. Nun? Ich will's von nicht. Ich will's von nicht. Aber ich weiß genug, Hoppen-Marie. Ich will's von nicht, gnädiger Herr. Sie kämen beide rein bei mir. Wer kam? Muschwitz und Rosentreter. Und sagt nicht, soll das Mann verwahren, aber ich wollt nicht. Dann nimmt Muschwitz seinen Taschenkniff und sagt zu mir, Weib, ich schneide dir die Kehle ab, wenn du schreist. Und dann nahm ich es. Du lügst, Hoppen-Marie. Du bist eine Hehlerin. Und das warst du immer. Du hast ihnen Geld gegeben. Aber nicht genug wahrscheinlich. Darum haben sie dich überfallen und noch was nachholen wollen. Ich will von nicht. Ich schwören will, ich kann nicht. Rufen Sie den Pastor Seidentoppen. Lass das. Steh auf. Ach du lieber Herr J., was den vier Menschen geben tut. Lass gefälligst den lieben Gott aus dem Spiel. Es ist alles nicht so. Und der Muschwitz und der andere vom Pottelzig, die haben beide gelogen wie die Dalwitz. Holen Sie eine Bibel, gnädiger Herr. Hier sind meine Finger. Schwören will ich.
Hier, in die Kirche und ob die Kirche und wo sie sonst wollen. Du darfst nicht schwören. Du schwörst ja doch falsch. Was machen wir mit ihr, Levi? Lass sie laufen, Papa. Wenigstens diesmal noch. Sie begreift ja kaum, was wir von ihr wollen. Sie hat nur Angst. Lass sie laufen. Hast du gehört? Er bittet für dich. Ich hab alles gehört. Ich weiß. Steh jetzt endlich auf. Ja, der junge Herr. Er kennt mich und ich kenn ihn. Und ich hab ihn schon kennt, als er noch so lütt war. Ja, so lütt. Geh jetzt. Aber pass auf, wenn wir dich noch einmal erwischen, dann ist es aus mit dir. Das da bekommt Justizrat Thurgan hier in Frankfurt. Er soll entscheiden, was damit wird. Sei froh, wenn er dich nicht einsperren lässt. Weiß Marie davon? Nein. Ahnen vielleicht. Doch, ahnen müsste sie es. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihren Gang, Autografen. Aber alles erwogen, passt Marie zu Ihnen? Ihre Herkunft ist in meinen das Augen... Das meine ich nicht. Ich meine, haben Sie bedacht, ob zwei Naturen zueinander passen, von denen die eine ganz Fantasie und die andere ganz Charakter ist? Eine Frau von Fantasie und ein Mann von Charakter, wenn ich diese Auszeichnung annehmen darf, sind gerade das, was mir als ein Ideal erscheint. Was ist die Ehe anderes als Ergänzung? Das Glück der Ehe, scheint mir, beruht nicht auf Ergänzung, sondern auf dem gegenseitigen Verständnis. Mann und Frau, das lehrt mich die Erfahrung, müssen nicht gegensätzlich, sondern müssen verwandt sein. In ihrem Temperament, in ihren Idealen. So würde denn die Frage nicht lauten, ob Marie zu mir, sondern ob ich zu ihr passe. Mhm. Des Ersteren bin ich sicher. Über den zweiten Punkt mir Gewissheit zu verschaffen, dazu bin ich hier. Es war vielleicht doch ganz gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Auch wenn ich Ihnen nicht viel weiterhelfen konnte. Aber allein, dass man darüber spricht. Naja, die Entscheidung ist sowieso bei Marie. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück. Guten Tag. Tag, Herr Pastor. Pass auf, du alte Hexe, dass sie dich nicht lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Pass bloß auf! Den Kratzer! Marie ist ein Stadtkind und gehört in die Stadt. Sie wurde zusammen mit den jungen Herrschaften vom Schloss unterrichtet. Dank der Güte der gnädigen Frau, Gott hab sie selig. Und auch wir beide haben uns bemüht, sie gut zu erziehen. Sie an der Seite eines braven Mannes zu wissen, das wäre für uns zwei ein großes Glück. Und eines Pastors Frau. Das ist zu Recht das, was ich mir immer gewünscht habe. Ihr Antrag ist uns eine Ehre, aber sie muss selber entscheiden. Und da stimme ich Ihnen zu, von ganzem Herzen.
Marie, Konrektor Utegrafen ist da. Ja? Hm? Und weißt du auch, warum? Er hat angehalten um dich. Sag dazu nur ja oder nein. Deinem Vater und mir ist beides recht. Wir haben keinen anderen Wunsch als dein Glück. Du musst selber wissen, was dich glücklich macht. Marie, Sie wissen, weshalb ich hier bin. Ja, die Mutter hat es mir gesagt. Hat es Sie überrascht? Wir kennen uns erst kurze Zeit. Das Herz, wenn es überhaupt sprechen will, spricht schnell. Sie erinnern sich an das Pfänderspiel? Ja. Als ich an jenem Abend nach Frankfurt zurückfuhr, wusste ich, dass ich sie liebte. Haben Sie mir nichts zu sagen? Es kann nicht sein, lieber Herr Konrektor. Sie selber haben mir die Antwort auf die Lippen gelegt, als Sie sagten, das Herz spreche schnell. Wenn es überhaupt sprechen wolle. Verzeihen Sie. Ich weiß, ich bin undankbar. Ich habe keinen Anspruch auf Ihren Dank, Marie. Ich bin undankbar. Vielleicht nicht gegen Sie, aber gegen mein Schicksal. Ich habe noch nicht vergessen, was ich war, bevor Vater und Mutter Kniehase mich in ihr Haus aufnahmen. Ein Findelkind. Die Art, wie Gott mich geführt hat, legt mir eine besondere Dankespflicht auf. Ich weiß nicht, ob ich sie erfülle, wenn ich jetzt einfach zu Ihnen sage, mein Herz spricht nicht. Es sollte wohl, aber es schweigt. Und so muss es denn bleiben, wie es ist. Es trennt uns etwas. Wir sind zu verschieden. Ich kann den Unterschied nicht nennen, aber ich fühle, dass er da ist. Ich danke Ihnen, Marie. Auch dafür, dass Sie sich nicht hinter Halbheiten flüchten, sondern mir offen geantwortet haben. Ich habe kein Glück gehabt, aber meine Wahl war richtig. Es schmerzt mich, dass ich sie lassen muss, aber ich scheide ohne Bitterkeit. Das Herz lässt sich nicht zwingen. Ach, die Berliner Gesellschaft, da versäumst du nicht viel. Du kannst so reden, Katinka, du bist dabei. Ich überführe das Leben einer Landpomeranz. Oh. Doch, doch. Aber manchmal habe auch ich ein Verlangen nach Festen und Hofbällen. Ein Ball ist wie der andere, Renate. Und hast du einen mitgemacht, kennst du alle. Glaub mir. Papa hat mir versprochen, mich nächstens einmal auf eine Soiree oder einen Ball nach Berlin mitzunehmen. Weißt du, da geht es kein bisschen anders zu als auf Schloss Guse bei Tante Amelie. Du triffst auch da ein paar Grafen, Generale, Präsidenten. Die Schleppen der Damen sind vielleicht etwas länger als hier bei euch und im Saal brennen 100 Kerzen mehr. Aber ich glaube, das wirkliche Leben ist anders, ganz anders. Marie, wie ist das, wenn man jemandem einen Korb gibt? Aber Katinka, so etwas kannst du doch nicht fragen. Aber warum denn nicht? Man erfährt doch nichts, wenn man nicht fragt. Wir sind jung, wir sind hübsch und wir gefallen den Männern. Wenn einer uns für immer haben will, ist das die natürlichste Sache der Welt. Aber jeder hat nicht das Glück. Ich meine, der erste Bewerber muss ja nicht der Mann fürs Leben sein.
Einen Korb habe ich ihm nicht gegeben. Oh, dir missfällt das Wort, habe ich recht? Das ist dir zu leichtfertig, nicht wahr? Ja, Katinka. Ich hab's nicht so gemeint. Aber du hast ihn doch abgewiesen. Man sagt, was man muss und sucht nicht zu verletzen. Ja, ich glaube, darauf kommt es an. Ja, verletzen sollte man nicht. Es sollte einer nicht fühlen müssen, gewogen und zu leicht befunden, sondern wir sind zu verschieden, wir beide passen nicht zueinander. Ist er sehr traurig gewesen? Wie sollte einer da nicht traurig sein? Und besonders, wenn Marie es ist, die er liebt. Ja, natürlich. Da man nur wüsste, ob das immer das Rechte ist, was einem die innere Stimme rät. Interessiert mich, wie lautet das Zitat? Es sind nur 4 Zeilen. Aber ich schenke dir den ganzen Klopstock dafür. In jüngeren Tagen war ich des Morgens froh, des Abends weint ich. Jetzt, da ich älter bin, beginne ich meinen Tag. Nein, beginne ich zweifelnd meinen Tag. Doch heilig und heiter ist mir sein Ende. Immer noch Hölderlin. Immer wieder. Wie schön. Wie ist die Stimmung getroffen? Ja, das ist es. Die Stimmung ist getroffen und darauf kommt es an. Ich weiß, es ist jetzt Mode, von Stimmung zu sprechen oder von in Stimmung kommen. Aber was bedeutet das schon? Erst der ist der Meister, deine Stimmung festzuhalten, weiß scharf und genau. Und ihr dennoch das Hell-Dunkel, den Schwebezustand belässt. Einmal leb dich wie Götter. Und mehr bedarf's nicht. Pass auf, Hector. Lauf! Na, bring! Wer ist eigentlich dieser Graf Kninski? Wie kommst du jetzt gerade auf den? Ach, ich weiß auch nicht ebenso. Katinka hat seinen Namen gestern mehrfach erwähnt. Kninski ist Pole und wie alle Polen in der Wolle gefärbter Patriot. Er ist reich und trotz seiner Jugend angesehen. Kninski hat mit den Franzosen gegen die Spanier und Russen gekämpft. Napoleon selbst hat ihm für seine Tapferkeit bei ich weiß nicht wo die Ehrenlegion verliehen. Du wirst ihn sicher auf unserem Silvesterball kennenlernen. Er verkehrt in letzter Zeit viel bei uns. Katinka zeichnet ihn aus. Bedrückt dich das? Ja. Kninski verlässt uns bald. Er will nach Paris. Für ganz. Mhm. Es ist nicht Katinkas Art, sich mit Abwesenden zu beschäftigen. Sie lebt nicht in Erinnerungen. Sie gehört der Stunde. Na komm, gib das Stöckchen her. Na, willst du? Brav. Jetzt such! Was trag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin? Gibt Gott mir nur gesundes Blut, so hab ich frohen Sinn. Und sie Oh.
Na, du Satansbraten, was hast du wieder angestellt? Gnädiger Herr. Tag, lieber Kniehase. Tag. Mit den Marodeuren und dem fremden Volk habe ich mich blamiert. Haben Sie recht gehabt. Danke, gnädiger Herr. Aber in der Sache haben Sie recht. Es ist mir seitdem heller im Kopf und auch leichter ums Herz, gestehe ich. Sie verreisen? Nach Berlin, Kniehase. Der Sache wegen. Ich werde beim Minister Hardenberg sondieren. D'accord, ich denke wie Sie über den Hohen Herrn. Aber es kann nicht schaden. Und dann, was mir wichtiger ist, treffe ich den Prinzen Ferdinand. Freund Adalinski hat mir ein Gespräch vermittelt. Es wird interessant sein zu hören, was der Bruder des großen Königs denkt. Gelänge es, ihn auf unsere Seite zu ziehen, das wäre ein Gewinn. Das neue Jahr muss es bringen, Schulze Kniehase. Gebe es Gott, gnädiger Herr. Gute Reise. Vorwärts, Christ! Jawohl. Hü! Herr Minister lässt bitten. Sofort. Ach, Herr Major von Fitzel. Entschuldigen Sie, Herr... Wedel, Waldemar von Wedel. Sie haben mich nicht wiedererkannt. Tut mir leid. Ich war Fahnenjunker bei den Knobelsdorf-Dragonern. Sie waren mein Regimentskommandeur. Natürlich, Wedel. Sie wurden bei Valmy verwundet. Verzeihung, Exzellenz Graf Hardenberg wartet. Ich danke. Das war Major von Fitzelwitz, mein früherer Regimentskommandeur. Ein vorbildlicher Offizier, beliebt und korrekt, immer mit Grundsätzen. Er hat sofort seinen Abschied genommen, als wir damals gezwungen waren, in Basel mit den Franzosen Frieden zu schließen. Das ging gegen seine Natur. Über 15 Jahre ist das nun schon her. Und noch immer ist er verbittert und unversöhnlich. So hört man jedenfalls. Wir müssen es als reinen Glücksfall ansehen, dass unser Hilfskorps unter York nur als Flankenschutz im Baltikum eingesetzt ist. Nur dadurch ist es der Katastrophe der Großen Armee auf dem Rückzug von Moskau entgangen. Bis jetzt zumindest. Soweit ich Informationen der letzten Tage besitze. Ein Glücksfall. Von Gott gewollt. Und den sollten wir nutzen. Der Kaiser ist in Paris. Und höchst aktiv, wie mir berichtet wird. Hören Sie, was er hat veröffentlichen lassen. Die Gesundheit seiner Majestät ist nie besser gewesen. Exzellenz, die Entscheidung fällt nicht mehr in Paris. Sie fällt jetzt auf den Schlachtfeldern, in Polen, in Ostpreußen. Jetzt oder nie. Wenn wir jetzt rasch und entschlossen die russische Partei ergreifen, bedeutet das die endgültige Vernichtung der französischen Kriegsmacht. Damit den Sturz Napoleons. Noch ist Europa napoleonisch. Und Preußen muss sich nach der Decke strecken, lieber Fitzewitz. Wir müssen durch geistige Kräfte ersetzen, was wir an physischen verloren haben. Ich weiß, das klingt nicht nach dem Krieg, wie Sie ihn, verehrter Fitzewitz, und Ihre Standesgenossen wünschen, schon jetzt wünschen. Das Volk, Exzellenz. Nicht ich, nicht unsere Standesgenossen. Das ganze Volk wünscht. Ich kenne nicht die Stimmung in der Stadt. Ich weiß nicht, was man in den Salons, in den Kaffeehäusern und in diesen literarischen Zirkeln denkt und spricht. Aber ich kenne die Stimmung, die das Volk auf dem breiten Lande erfasst hat. Dorf auf, Dorf ab! Diesen glühenden Wunsch, den verhassten Feind jetzt, jetzt zu schlagen. Ja, ja. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Das mag als Poesie gut sein, aber die Realität sieht anders aus, Fitzewitz. Glauben Sie mir, ich bin besser unterrichtet als Sie. Das Volk ist noch nicht kriegsbereit. Es gibt noch viel Vorliebe für alles Französische. Die meisten wissen doch gar nicht, wohin sie sich politisch zu stellen haben. 300 unserer besten Offiziere sind in russische Dienste getreten, um nicht für den Erbfeind kämpfen zu müssen. Und im Hilfskorps, das wir eben diesem Erbfeind haben stellen müssen, stehen ihnen ihre Brüder und Anverwandten in doppelter Zahl gegenüber. Nein, nein. Man muss zusehen, wie sich die Dinge in nächster Zeit entwickeln. Es ist zu erwarten, dass Preußen Kriegsschauplatz wird. Dann sollten wir das Bündnis mit den Franzosen aufkündigen. Denn dann sehe ich in einem Bündnis mit dem Zaren nicht nur die größere Chance, sondern auch das geringere Risiko. Wenn der König dem General York befiehlt, mit seinem Korps zu den Russen überzugehen. Niemals. Selbst der Gedanke daran bedeutet für den König schon Hochverrat. Der König hat ein Bündnis mit Napoleon geschlossen. Er wurde zu diesem Bündnis von Napoleon gezwungen. Für Napoleon sind wir keine Bündnisgenossen, sondern nur der besiegte Feind, der bestraft werden muss. Zerreißen wir jetzt dieses unwürdige Bündnis. Das ganze Volk bewaffnet und gegen die große Armee mobilisiert wird, dann werden dank unserer Hilfe die Russen die Stärkeren sein. Aber sie müssen es endgültig sein.
nicht. Oder wenn Sie sich wieder, wie schon einmal in Tilsit, mit Napoleon arrangieren, dann wird Preußen endgültig verloren sein. Ein zweites Mal wird uns Napoleon einen Abfall nicht verzeihen. Preußen würde von der Landkarte verschwinden. Frankreich ist immer noch die große Militärmacht Europas. Nein, wir müssen versuchen, die andere große Militärmacht zu gewinnen. Österreich. Das ist auch die Meinung seiner Majestät. Einen starken Verbündeten kann man nur gewinnen, wenn man selber stark ist. Rüsten wir. Fitzewitz, wir rüsten. Wir rüsten, ohne höchstwahrscheinlich diese Rüstung zu bedürfen. Die Zeit arbeitet für uns. Napoleon ist herunter. Er muss Frieden machen, früher oder später. Die Zeit kann auch für Napoleon arbeiten, Exzellenz. Der gegenwärtige Augenblick muss jeden Preußen und jeden Deutschen ergreifen. Wenn die Regierung sich jetzt würdig benimmt, wird die vergangene Schmach vergessen sein. Rufen Sie auf zum Volkskrieg gegen den verhassten Feind. Alles. Hören Sie. Alles muss vermieden werden, was Preußens Existenz kosten könnte. Es muss die reelle Chance eines Erfolges bestehen. Bis sie da ist, muss ich Politik machen. Muss ich mich anpassen. Wir werden abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Wir rechnen Silvester fest mit Ihnen. Denken Sie an die Mazurka. Katinka zählt auf Sie. Es wird mir eine Ehre und ein Vergnügen sein. Komme ich zu früh? Ach nein. Lieber Fitzewitz, darf ich Sie mit dem Grafen Blinsky bekannt machen? Fitzewitz. Sie erlauben, dass ich mich verabschiede, Herr Geheimrat. Interessanter junger Mann. Pole? Mit dem Band der französischen Ehrenlegion. Ein Bekannter von Tubal und Katinka. Ist auf dem Weg von Warschau nach Paris. Prinz Ferdinand weiß nichts von meinen Plänen. Nein, nichts. Nur, dass Sie bei Hardenberg zur Audienz waren. Geheimrat von Daladinski und Major außer Diensten von Fitzewitz, Ritter des Johanniterordens. Führen Sie herein, sollen warten. Seine königliche Hoheit lassen bitten. Es bleibt dabei, Sie führen das Wort, ich sekundiere. Seien Sie unbesorgt. Meine Herren, Sie kommen, um mir Ihre Glückwünsche zum neuen Jahr auszusprechen. Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Umso mehr, desto gewisser ist das Los des Alters ist, vergessen zu werden. Königliche Hoheit. Ich wollte, ich könnte dem Lande etwas mehr sein als eine bloße Erinnerung. Königliche Hoheit sind dem Lande ein Vorbild. Mein lieber Geheimrat Ladinski, wenn ich meinem Lande etwas war,
dann durch meinen Gehorsam. Nie habe ich in Krieg oder Frieden die Pläne meines Bruders, des großen Königs, durchkreuzt. Ich habe nicht einmal den Wunsch dazu empfunden. Das ist jetzt anders. Der Gehorsam ist aus der Welt gegangen und das Besserwissen ist an seine Stelle getreten. Sogar in der Armee. Ich frage Sie, wäre bei Lebzeiten meines großen Bruders der Austritt von 300 Offizieren, denen die bündnisgemäße Stellung eines preußischen Hilfskorps gegen Russland nicht passte, möglich oder auch nur denkbar gewesen? Offener Protest gegen die Politik Ihres Kriegs- und Landesherrn? Ein Geist der Unbotmäßigkeit spukt in den Köpfen, zu dem ich alles nur kein Vorbild bin. Eure königliche Hoheit wollen zu Gnaden halten, wenn ich die Erscheinung dieser Zeit anders auffasse und nach einer anderen Ursache für dieselben suche. Auch der große König hat Widerspruch erfahren und hingenommen. Wenn solcher Widerspruch selten war, so deshalb, weil sich König und Volk einig waren und in der bittersten Not am einigsten. Jetzt aber ist ein Bruch da. Die Maßregeln der gegenwärtigen Regierung missachten das Urteil des Volkes. Dadurch impfen sie in den Ungehorsam ein. Das Volk widerstreitet nicht, weil es will, sondern weil es muss. Wir vertrauen seiner Majestät. Aber nicht dem Grafen Hardenberg, seinem ersten Minister. Eure königliche Hoheit sprechen es aus. Ohne Ihnen zuzustimmen, mein lieber Major von Fitzewitz, aber dieser Unterschied zwischen dem König und seinem ersten Diener ist unstatthaft und gegen die preußische Tradition. Ich liebe den Grafen Hardenberg auch nicht. Aber ich habe seinen Maßregeln nie widersprochen. Wir leben in einem königlichen Land. Und was geschieht, geschieht nach dem Willen seiner Majestät. Den Worten nach. Seine Majestät muss die Vorschläge, das heißt den Willen seiner Minister, sanktionieren. Noch entscheidet der König. Aber er entscheidet nicht mehr nach dem wirklichen und tatsächlichen, sondern nach dem Bilde, das ihm entworfen wird. Er sieht Freund und Feind, die Welt, die Zeitumstände, sein eigenes Volk durch die Brille seiner Minister. Der Wille des Königs ist längst zu einer bloßen Fiktion geworden. Sie verkennen den König, mein lieber Major, wie so viele. Ich mag mich in diesem oder jenem irren, aber in einem irre ich nicht. Und das betrifft die Hauptsache. Wie sollen wir uns zu Napoleon, unserem Verbündeten, stellen? Das ist die Frage, die jetzt alle Gemüter bewegt. Sie glauben, dass es der Minister ist, der zögert und Zeit zu gewinnen sucht? Nein, nein. Es ist der König selbst. Weil ihm die Dinge so vorgelegt werden, dass er zu keinem anderen Entschlusse kommen kann. Nein, sondern weil er allein in einer Politik des Abwartens das Richtige sieht. Natürlich ist doch er betroffen von der Unhaltbarkeit der jetzigen Zustände. Königliche Hoheit, wir wollen jeder Tag hat seine Pflicht und seine Forderung. Der eine erfordert Unterwerfung, der andere Bündnis und der dritte Auflehnung. Ich glaube, königliche Hoheit, der Tag der Auflehnung ist da. Und womit, bitte? Wir haben keine Armee. Aber wir haben das Volk. Der König misstraut ihm. Seiner Kraft? Vielleicht auch der. Vor allem aber dem neuen Geist, der jetzt in den Köpfen lebendig ist. Aber gerade in diesem Geist liegt das Heil, wenn man ihn zu nutzen versteht. Diese Aufgabe sich der König nicht gewachsen. Sie widersteht seiner Natur. Erwarten Sie nichts, Fitzewitz. Das Volk erwartet nichts, als für seinen König kämpfen und sterben zu dürfen. Ich kenne das Volk. Und ich kenne den König. Ich kenne ihn genau. Er schließt lieber ein Bündnis mit seinem Feind, vorausgesetzt, dass ihm dieser in Gestalt einer geordneten Regierung gegenübertritt, als mit seinem eigenen, aus dem Geleise des Gehorsams herausgekommenen Volk. Denn er ist ganz auf Ordnung eingestellt. Bei einem Feind weiß er genau, woran er ist. Bei einer Volksmasse nie. Heute ist sie für ihn, morgen gegen ihn.
Und er sieht in einer entfesselten Volksgewalt jede gesellschaftliche Ordnung untergehen. Wir werden das Bündnis mit Napoleon aufrechterhalten, bis es sich von selber löst. Und ich glaube, der Tag ist nah. Ich danke Ihnen sehr, mein lieber Geheimrat, dass Sie mir die Gelegenheit zur näheren Bekanntschaft mit einem dem Vaterlande treu ergebenen Mann vermittelt haben. Na, wie hat Ihnen mein Prinz gefallen? Ich fürchte, dass er recht hat. Und dass ich den Widerstand, den ich bei Hardenberg fand, bei König selbst zu suchen habe. Aber ich habe dieses Bangen vor dem Volke nicht. Ich wage es mit ihm. Ja, ich wage es. Hilf dir selbst, so hilf dir Gott. Es muss sein. Frau Gräfin erwartet den Herrn Major im grünen Salon. Wir probieren gerade für die Aufführung am Silvesterabend. Wer ist alles da? Graf Drosselstein, Präsident von Kracht, Baron von Pelemann, Domherr von Medewitz, Hauptmann von Rutze. Mamme auch? Ja, auch General Mamme. Dann Justizrat Turgani. Und natürlich Dr. Faustig. Er leitet die Probe. Ich selbst habe die Ehre, zu soufflieren. Ah ja. Fitzewitz. Sie kommen aus Berlin? Ja, ich hatte eine Audienz beim Prinzen Ferdinand. Und halten Sie sich fest, Torgani. Ich war bei Hardenberg. Und was meint der Minister? Zögern, zaudern, hinhalten. Lieber Justizrat, ich stehe Ihnen und den Herren sofort zur Verfügung. Ich will nur erst meine Schwester begrüßen. Diese unseligen Franzosen. Unser König hat vom ersten Tag seiner Regierung an mit den sonderbarsten Leuten zu Tische sitzen lassen. Ich bin selbst einmal mit einem von Ihnen im Weißen Saal zusammengetroffen. Ich erinnere mich noch genau, es war der Abbé Sieyès. Er war damals französischer Botschafter. Er trug eine Tricolore-Schärpe. Ich habe nur das Rot darin gesehen. Es schien mir wie Blut an seinen Händen. Ein Königsmörder speist an der Tafel des Königs von Preußen. Und wenn er sagte, Votre Majesté, dann ist es mir jedes Mal eiskalt über den Rücken gelaufen und ich habe den unglücklichen König Ludwig vor mir gesehen. Und das Sausen der Guillotine gehört. Ein abscheulicher Mensch, dieser Sieyès. Dieser abscheuliche Mensch war doch immerhin ein Abbé. Außerdem gehört schon einiges dazu, einem König von Frankreich das Leben abzusprechen, nicht wahr? Aber jetzt diese Marschälle dagegen. Ehemalige Gastwirte und Böttchersöhne. Ich schätze Sie auch nicht besonders, lieber Rutze. Diese Marschälle, die hochgekommen sind und bei denen immer wieder die Korporalslitzen durchschimmern. Allerdings, eins muss man ihnen lassen. Soldaten sind sie. Das weiß Gott. Wer nur je eine Schwadron gegen sie ins Feuer geführt hat, der hat Respekt vor ihnen. Aber das ist auch wahr, Graf Drosselstein. Schelme und Beutelschneider sind sie ebenso, einer wie der andere. 1806, ja, da sind sie noch was gewesen und haben uns verbläut, dass es eine Art hatte. Aber inzwischen, denke ich, sind sie etwas billiger geworden. Aber billiger oder nicht, an dem Tag, wo mir meine Quirzdorfer Bauern den ersten Marschall tot oder lebendig einbringen, lege ich dem Pfarracker 10 Morgen zu. Obschon ich, helf mir Gott, für die Bäffchenträger nichts übrig habe. Premièrement, ouverture exécutée sur la direction de Monsieur Nupler, Chantre de Gouze.
Pour trois violons, une flûte et un basse. Deuxièmement, prologue, Melpomène. Troisièmement, début de Mademoiselle Alceste Bonnivant. Diverse Szenen aus dem Wilhelm Tell. Tragödie in fünf Akten von Antoine Marin-Lemierre. Wilhelm Tell, ist das nicht eine vorzügliche Idee, mon cher Bern? Vorzüglich, du sagst es, liebste Amelie. Und ich zweifle keine Sekunde daran, dass alles bezaubernd sein wird. Wie immer bei dir auf Gruse. Aber dieses Silvester sind wir an Ladalinski vergeben. Ja, was ist... Demoiselle Alceste. Ja, ich komme. Ihr werdet mir fehlen. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch besser, dass ihr bei den Ladalinskis seid. Mhm. Ich habe immer auf eine Verbindung eurer beiden Häuser gehofft. Wir alle tun es, liebste Schwester. Ladalinski so gut wie du und ich. Dieser Graf Bninski wird auch da sein. Er bewirbt sich um die Hand von Katinka, mon cher. Er dürfte nicht der Einzige sein, Amelie. Du bist nicht in Sorge deshalb? Bninski ist reich und angesehen. Aber der Graf ist Pole. Vom Scheitel bis zur Zehe. Das macht seine Bewerbung unmöglich. Ladalinski wünscht keine Verbindung mehr zur alten Heimat. Aber... Katinka. Oder sollte ich besser sagen, Katinka und Levin. Renate und Tubal. Sie sind alle, soweit ich sehe, ein Herz und eine Seele. Wie eh und je. Wirklich, Amelie. Es ist alles auf dem besten Weg. Oh, pardon, Gräfin. Die Probe stockt. Wir können nicht weitermachen. Demoiselle Alceste wünscht dringend ihr Urteil. Ich komme, Doktor. Excusez-moi, mon cher. Also, schlagen wir los. Wenn es nach mir ginge, ja. Sofort. Aber die Herren im Hohen Rat, nein. Am wenigsten Staatsminister Hardenberg. Er hat die Zeit noch immer nicht begriffen. Treibt Diplomatie, nicht Politik. Unfähig, feste Entschlüsse zu fassen, sucht er sein Heil in Halbheiten. Wir haben nichts von ihm zu erwarten. Er lässt uns im Stich. So ist es. So deutlich durfte er sich kaum geäußert haben. Ich kenne ihn lange. Die Verbindlichkeit liegt seinem Wesen auf wie eine zweite Haut. Ich kann Ihre Kritik, Ihre Entrüstung nicht teilen, lieber Fitzewitz. Der Minister hat einen besseren Überblick über die Gesamtverhältnisse. Der uns fehlt. Er hat zweifellos reichere Quellen. Er ist besser unterrichtet als wir. Und wenn seine Exzellenz sagt, Napoleon ist herunter, hat abgewirtschaftet, er muss Frieden schließen. Nun, dann gibt es für mich keine Veranlassung, dem zu widersprechen. Er ist der erste Minister, er muss es wissen. Und, verzeihen Sie, er weiß es auch. Es ist mit dem Wissen wie mit dem Sehen, Medewitz. Ein jeder sieht, was er zu sehen wünscht. Darin sind wir alle gleich. Der Minister wünscht den Frieden, so erfindet er sich einen friedensbedürftigen Kaiser. Seine Informanten wissen es und bedienen ihn entsprechend. Ein heruntergekommener Napoleon. Oh, heiliger Einfall. Der Kaiser ist rühriger denn je und so herausfordernd wie immer. Wissen Sie, was er dem österreichischen Gesandten gesagt hat? Es war ein Fehler von mir, dieses Preußen fortbestehen zu lassen. Und als der arme Mann stotterte, es hier. Aber ein Thron, sagte er kurz und bündig, ein Thron? Was ist das? Ein Holzgestell mit Samt beschlagen. Monsieur, Demoiselle Alceste, wir können mit der Generalprobe beginnen. Wir sprechen nachher weiter. Darf ich mir erlauben? Das mit dem Thron als Holzgestell finde ich nicht übel. Wir machen zu viel her von solchen äußerlichen Dingen. Wer so viele Throne zusammengeschlagen hat, kann nicht hoch von Ihnen denken. Ich mag den Kerl nicht, aber in einem hat er meine Sympathie. Er fährt durch unsere Vorurteile durch wie durch Spinnweben.
denkt auch der Feind an einen Rachezug. Ihn zu vernichten, sind wir stark genug. Er komme nur. Soldaten sind wir all. Es schirmt uns unsere Berge hoher Wall. Und dringt er doch in unsere tiefste Schlucht, die keinen Ausgang kennt und keine Flucht, dann über ihn mit Fels und Block und Stein. In der Verwirrung wir dann hinterdrein mit Sens und Sichel und mit Schwert und Speer. Ergib dich, Feind. Du rettest dich nicht mehr. Es fällt sein Helmbusch, seines Stolzes Zier. Denn stärker war die Freiheit, waren wir. Was wir vorhaben, kann uns als Hochverrat gedeutet werden. Wir stehen für das Land, Bamme. Und damit auch für den König. Müssen wir die Waffen ohne seinen Willen erheben, so geschieht es doch auch für ihn. Auch wenn man uns die Loyalität bestreitet und der Schein gegen uns spricht. So ist es, Vizewitz. Wir müssen unsere Haut zum Markte tragen. Das ist hier so, wir brauchen für mich nichts Neues. Ich weiß genau, wie die hohen Herren in Berlin mit uns verfahren werden. Glückt alles, so wird man uns danken, indem man uns verzeiht. Missglückt es, so wird man uns über die Klinge springen lassen, um sich selber zu retten. Ja, Bammel, es kann uns den Kopf kosten. Sei es drum. Ich finde den Einsatz nicht zu hoch. Wenn Sie ernst machen, Vizewitz, ich bin dabei. Tod, der Tyrann! Er schändet uns nicht mehr. Bedrückte Brüder, Freunde, tretet her. Von seinem Schlosse, das in Flammen steht, der Feuerschein wie eine Fahne weht, verkündigend, es fiel die Tyrannei. Gessler ist tot. Und unser Land ist frei. Bravo! 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 Bravo. Wärmepfannen für die jungen Damen auch richtig heiß, Wilhelm, sonst nützen sie nichts. Alles richtig besorgt. Wir halten vor bis Berlin. Gut, gut, gut. Tante Schorlemmer, hoffentlich grauen Sie sich nicht, wenn Sie heute Nacht ganz allein zu Hause sind. Eine gute Christin muss sich niemals grauen, Katinka. Der da oben ist ja bei mir. Der passt auf mich auf. Ich werde früh zu Bett gehen. Und wenn die Glocken das neue Jahr einläuten, dann werde ich an euch alle denken, Levi. Und doch an die Garnison drüben in Küstrin. Hoppenmariken hat mir erzählt, die meisten von ihnen sind Hessen und Westfalen und viele von ihnen sind krank, liegen mit Typhus. Sie hat gesagt, sie sterben wie die Fliegen. Kommst du, Levin? Wiedersehen, Tante Schorlemmer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Tante Schorlemmer, und ein gutes neues Jahr. Danke. Und kommt gesund zurück. Gutes neues Jahr. Gutes neues Jahr.
Ein gutes neues Jahr. Gutes neues Jahr. Danke. Ein gutes neues Jahr, Marie. Ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Marie. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Marie. Auf Wiedersehen, Marie. Wiedersehen, Marie. Wo die Engel singen, wo was kann ja und tanzen und springen. Wo bist du, Kaudia, wo die Engel singen. Freust du dich auf das Fest? Katinka! Woran hast du gerade gedacht? Du sahst aus, als wärst du ganz weit weg. Ich habe gedacht, was erwartet uns wohl im nächsten Jahr? Tausend Lichter, der Engel Angesichter ihr treu zu Diensten stehen. Sie schwingt die Siegesfahne auf güldenem Himmelsplane und kann auf Sternen gehen. Und kann auf Sternen gehen. Ein wunderschönes Bild. Ist das von dir? Nein, sowas brächte ich nie zustande. Ich habe die Verse am Heiligen Abend in der Bohlsdorfer Kirche entdeckt. Auf einer alten Grabplatte. Und kann auf Sternen gehen. Alles zurücklassen, was einen bedrückt und beschwert. Über alles hinschreiben. Leicht, ganz leicht. Aber Katinka, du kannst das doch. Ich? Ja. Du bist ein Träumer, Levin. Du verklärst dir alles. Aber gerade das liebe ich an dir. Ich glaube, du kennst mich gar nicht. Ich bin ein sehr irdisches Geschöpf. In den letzten Tagen, da dachte ich manchmal, es stünde etwas zwischen uns. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Du hast Gespenster gesehen, Levin. Wirklich? Ja.